Ernst Udet, gefeierter Jagdpilot im Ersten Weltkrieg, tollkühner Kunstflieger und Flugzeugbauer. Mit 62 belegten Abschüssen ist er der zweiterfolgreichste Pilot im Ersten Weltkrieg. Nach der deutschen Niederlage beschränkt der Vertrag von Versailles drastisch den Flugzeugbau in Deutschland. Udet träumt vom Bau leichterer und besserer Flugzeuge. Doch noch sind seine Modelle nur aus Papier und die Flugplätze verwaist, zumindest was zahlende Passagiere anbetrifft. ...1927 fährt Udet auf die Zugspitze. Er will von Deutschlands höchstem Berg mit einem Segelflugzeug ins Tal fliegen. Der Start erfolgt mit einem Gummiseil. Für Udet ist es ein gelungener PR-Coup, der auch zeigen soll, dass Deutschland wieder im Aufwind ist. Auch Ernst Udet kommt in vielen Funkfilmen zum Einsatz, wie hier, wo er als Retter der schönen Heldin zu Hilfe eilt. Udet und Riefenstahl sind die neuen Stars der Leinwand. Ein ungleiches Paar, berauscht vom Abenteuer. ...1933 reist er zu einer internationalen Flugschau in die USA. Ihm wird ein großer Empfang zuteil. Major Udet, on behalf of the National Air Race Committee, I want to welcome you. You thrilled all of us 2 years ago when you flew at the National Air Races in Cleveland. That's why we brought you to the National Air Races this year, July 1st to 4th. Thank you, fellow. Udet, obwohl NSDAP-Mitglied, hat sich politisch bisher nicht hervorgetan. Er will vor allem seine fliegerischen Fähigkeiten und seine Flamingo präsentieren. Ein von ihm mitentwickeltes Kleinflugzeug mit einer Leistung von 100 PS. Mehr ist laut Versailler Vertrag nicht erlaubt. Im Juni 1933 bietet Udet den Zuschauern in Los Angeles eine große Show. Bei jedem seiner Loopings halten sie vor Schreck den Atem an. Dann berührt der Teufelskerl tatsächlich fast den Rasen. Das Publikum bekommt eines seiner Lieblingsmanöver zu sehen. Er gleitet durch die Luft und streift dann mit der Flügelspitze über den Boden, um ein Taschentuch aufzuheben. Eine atemberaubende Show, besonders wenn er den Motor abschaltet und wie ein Blatt zur Erde taumelt, um dann in letzter Sekunde die Maschine wieder hochzuziehen. Selbst Hollywood buhlt um seine Dienste. Aber 1000 Sasser Udet zieht es zurück in die Heimat. Alle verfügbaren Ressourcen werden in diesem Sommer 1936 aktiviert. Auch Fliegerass Ernst Udet lässt sich bereitwillig für Schauflüge einspannen. Ernst Udet, startest du eben noch einmal zu einem atemberaubenden Sturzflug hinter uns aus wenigstens 4500 Metern Höhe vorführen wird.
Das kommt noch spielerisch daher, aber es ist schon etwas Martialisches in dem Spektakel verborgen. Jetzt beginnt der Sturzflug. Ein todesmutiger Sturzflug, keine Frage. Und ganz nebenbei ein willkommener Test für die Entwicklung des Sturzkampfbombers Stuka, der später die Feinde des Dritten Reichs terrorisieren wird. Göring, Uderts Freund und Vorgesetzter, hat sich von dessen Begeisterung für Sturzkampfflugzeuge anstecken lassen. Einige Monate später riskiert Ernst Udert ein waghalsiges Flugmanöver. Er will sein kleines Flugzeug an der Unterseite der Hindenburg festmachen, um Postsäcke abzuliefern. Obwohl ihm das Festmachen gelingt, bricht Udert den Versuch dennoch ab. Am 3. Juli 1939 inspiziert Hitler das Testgelände des Flugplatzes Rechlin in Mecklenburg. An seiner Seite Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, und zur Rechten Ernst Udert. Udert, der tollkühne Kunstflieger und Filmpartner Leni Riefenstahls, ist inzwischen zum Generalluftzeugmeister ernannt worden. Anders als sein Vorgesetzter Göring, der jetzt auf schwere Jagdbomber setzt, favorisiert Udert die Entwicklung kleinerer und leichterer Sturzkampfbomber. ...1941 versammelt Göring seinen Stab, um das weitere Vorgehen an der Ostfront zu planen. Auch Ernst Udert ist mit von der Partie, doch ihm fehlt die Entschlossenheit seines Vorgesetzten. Udert bezweifelt, dass Deutschland ausreichend gerüstet ist für den Krieg. Besonders seit dem Angriff auf Russland zweifelt er am Sieg. Göring geht zunehmend auf Distanz zu dem Schwarzseher und Zauderer. Er hält sich an jüngere, resolutere Charaktere, so wie das neue Fliegerass Werner Mölders, der mit 28 Jahren bereits 100 Abschüsse zu verzeichnen hat. Udert wird in die hintere Reihe verbannt und verfällt zunehmend Alkohol und Tabletten. Am 17. November 1941 jagt sich das ehemalige Fliegerass des Ersten Weltkriegs eine Kugel in den Kopf. Die Behörden vertuschen die Selbsttötung und spendieren Udert ein Staatsbegräbnis. Hitler gibt sich staatstragend, während Göring, der vom Freund zum Intimfeind Udets mutiert ist, sich mit viel Pathos verabschiedet. Jetzt müssen wir Abschied nehmen. Unfassbar ist uns der Gedanke, dass du, mein lieber Udert, nicht mehr unter uns weilst. Das Staatsbegräbnis wird mit großem Pomp in Szene gesetzt. Mit Udert ist eine weitere deutsche Ikone vom Sockel gefallen. Wieder hat ein Held nicht bis zum Ende durchgehalten.